nochmal wieder. Und Delays hat es geschafft gegen Sial. Sial. Verzeihung, wenn wir den Namen falsch aussprechen. Ja. Der wurde leider nicht gebrieft. Hat Delays hat auf auch 3-0 gewonnen, ist dann auch schon eine Runde. Also und bin dann auf 10 sein. Sial auch einen sehr, sehr respektablen Run. Ich glaube, sie ist nicht sehr oft auf Turnieren, aber heute auf jeden Fall, ich glaube, im Losers 3 Abfetten geholt. Damit verdient Losers Top 16 geschafft. Leider raus, aber Delays ist natürlich, haben wir ja gerade beim PR-Reveal gesehen, ist absoluter Brecher. Da kommt wieder Platz auf. Den sah ich die letzten Wochen, seit den letzten 2 Jahren sehr, sehr stark aus. Und da geht's direkt los mit der schönen Shiki-Kombo. Ja, schön Shiki-Kombo. Direkt mal 60% schon auf Normal, da müssen wir aufpassen, weil die Bowser-Tuner-Recovery ist natürlich sehr linear, wenn er unten ist. Da ist natürlich gerade Lisa Knoss der perfekte Mann dafür oder perfektes Weibchen. Da ist natürlich auch zwei Female oder Male. Ich weiß gar nicht, ob das festgelegt ist bei PC hier, weil bei Pikachu ist es ja. Pikachu, klar, genau, genau. Da ist genau. Mit dem Herzschwanz ist es ja weibliche. Auf jeden Fall die Downer, wie berühmt und berüchtigt von Lisa Knoss, kann das schon ganz schön regeln. Kurze Eckdaten zu dem Player-Matchup. Ich hab mit Kino ein bisschen geredet. Der hat noch nie gegen Stormanda gespielt. Das ist eine Premiere, oder? Das ist eine Premiere, ja. Und ich glaube, die Bowser-Junior-Matchup-Erfahrung ist auch nicht so da. Aber davon sieht man gerade nicht so viel. Also sieht erstmal gerade richtig gut aus. Er macht das wirklich sehr, sehr gut. Ich meine, Stormanda hat bisher noch kein richtiges Opening gesehen. Wir wissen, was er draus verwandeln kann, wenn er mal ein Management hat. Aber das ist Miro, allgemein, wie gesagt, Spielzeit, die meisten Pokémon-Stärken aus der Karriere von seinen Pokémon also stärker. Jetzt muss er aber aufpassen, weil Stormanda natürlich die große Tür zu Heavy sind, gefunden ist, besten da und die spielt er gerne. Aber schön, dass sie da gewechselt. Das war ein sehr, sehr guter Double-Switch, weil Miro hat, glaube ich, sehr, sehr schnell gesehen und erkannt, dass das mit dem Cooper, mit Becker Cooper, Stormanda wirklich die Ledge wirklich on lock hat. Und deswegen da, um das zu vermeiden, schnell auf Ivysaur zu switchen und Tether Recovery zu haben. Sehr, sehr gut gesehen, auf jeden Fall. Sehr gut gemacht. Da merkt man einfach, sag ich mal, die Stärke der verschiedenen Leute, dass sie genau so eine Entscheidung ganz schnell treffen können. Oh, der Triple, das Cycle von Ivy habe ich auch noch nicht gesehen. Rasierblatt. Stimmt, Rasierblatt ist das, ne? Rasierblatt. Dieser Samen. Das ist dieser Knoss. Das ist Knoss, ne? Genau, okay, richtig. Ja. Genau, Shiggy, die kleine, die zweite Entwicklung dieser Knoss und Kuba, Charizard. War natürlich dritte Entwicklung. Ich kannte mich mal mit Pokémon aus, aber so, wenn man seit Gen 4 nicht mehr gespielt hat, Kripper ist oh, schade, ist alles, weil gerade Gen 5 ja, ich habe mir schon sagen lassen, dass ich kurz wird, dass ich dieses Beam-Diamant-Miner war, was Pokémon anging. Ja. Aber auf jeden Fall, gucken wir mal hier, weil ich sag mal so, dieser Pokémon-Trainer, der hat auf jeden Fall alle 8 Orden errungen, wie man so mehr spielt. Und das ist gerade auf jeden Fall, ich meine, der ist gerade auch immer so wie in der Pokémon-Liga, das ist auch Turnier-Bracket immer. Ja. Also schauen wir mal, ob er den Ash macht heute. Ja, gerade den Tech-Chase mit Ivy ab, er nicht kriegt, hätte schon gekillt. Während jetzt Normanda schon noch ein bisschen Probleme hat, den Stock zu closen. Bowser Jr. eigentlich recht stark, irgendwie den Stock zu schließen, wenn dein Gegner cornered ist. Oder eine Dash-Attack on Shield einen haut, dann macht der Up-Smash das. Aber bis dahin ist Miro sehr, sehr gut aus der Corner mal escape. Aber jetzt muss man aufpassen, wir haben 140%, man muss jetzt spielen, da kann der Stock ganz schnell verloren gehen. Das ist von Miro macht das sehr gut, da ist eine Down-Smash, der reicht noch nicht aus. Nee, das war Down-Tilt? Down-Tilt? Oder F-Tilt? Ich weiß es nicht. Oh nein, Gott, nein! Da wollte er wahrscheinlich tanken, vermute ich. Ja, das ist wegen dem Mecha-Cooper, aber da hat er nicht viel Prozente gehabt. Und er ist nicht an die letzte Schiene geknallt. Also, da ist hat das nichts gebracht, sondern es war der gebracht von der App. Und jetzt ist Normanda in der Konfrontationsposition. Weil jetzt hat er definitiv, wie schnell das geht. Ja, das ist immer sehr, sehr diese Ambiguität von Bowser Juniors Abi. Manchmal muss man da nicht tanken, manchmal schon. Und das ist sehr, sehr schwer einzuschätzen, was jetzt eigentlich passiert, wenn man von dieser Abi, von diesem Kart getroffen wird. Richtig. Das sieht jetzt ganz, das nenne, weißt du, das nenne ich Blood Armor. Das ist halt ja. Ich meine, Dr. Miro hat so gut gespielt, ein SD, der kann einfach ganz viel Enemies sind. Jetzt kommt auch nicht mehr wirklich rein. Roman hält einfach sehr gut raus, weil er weiß, hey, auch nicht mehr approachen. Ich habe den Lead, ich kann es schon vom Partner spielen. Er muss an mich ankommen. Und mit Bowser Jr. kannst du auch ein bisschen ausbauen. Du hast die Kanonenkugel, du hast dann Meter. Oh, Down Throw von Ivy Kills. Ja, bei den Prozenten, bei denen killt das auch mal. Auch nicht schlecht, ja. Bei Back Throw, der wahrscheinlich auch gekillt, aber nicht in die Richtung natürlich. Ja, klar. Ja. So, aber gute Awareness dann, dass wenn man den Down-Throw noch hat. Das ist ja bei Free Cartel, wo du weißt, okay, ich habe eigentlich noch einen anderen Kill-Throw, der zwar erst bei exorbitanten Prozenten killt, aber killt. Oh mein Gott, das war normal fast schon bereit, weil das ist ein Mecha-Cooper-Setup. Oh, was? Hat den Jab nicht durchgezogen? Okay. Ich glaube, er dachte, dass er rausgefallen hat, nicht richtig gesehen. Ja. Hat vielleicht was anderes versucht, hat dann gleich nochmal versucht zu jabben. Aber da war auf jeden Fall Dr. Mio schon im Schild. Das ist Normanda, wirkt auch gerade so der
riecht gerade was so ein bisschen. Weißt du, der versucht, hat eben schon so sich so ein bisschen so Rolldistanz hingestellt und auf die Rolle von Mero gewartet. Und da auch gewartet, bis Mero da nicht aufgepasst hat mit dem Mecha Cooper. Der Snamander, der, sag ich ja, der hat die ganze Zeit gerade schon den Kill gerochen, ihn nicht so ganz gekriegt, aber da hat der Mecha Cooper es dann den Rest gemacht noch. Was mir mal auch gefallen ist, wie du sagst, er riecht den Kill, aber er hat nicht overextended. Genau. Und er ist auch nicht für irgendeine Hard Punish gegangen, keine Smashers, einfach random rausgehauen. Und mich ruhig gewartet, bis seine Chance sich das Kill runtergespielt. Hat da auf jeden Fall die Nerven gut bewahrt, weil es ja auch was bei vielen Leuten, wenn sie kein kleines Kill kriegen, versuchen sie zwanghaft den zu breaken und achten vielleicht gar nicht mehr so, was der Gegner wirklich drauf macht, sondern weil sie voll so, die haben nur im Kopf so, kill, einfach Doomslayer-Musik angeschaltet. Ja, da feuern dann alle Neuronen. Richtig. Ja, das ist aber auch unglaublich wichtig, weil wir haben es auch schon gerade gesehen, als Tramanda einmal overextended hatte und Dr. Mero dann mit Ivysaur einen Advantage hatte, da war Tramanda plötzlich nur bei 50%. Und da kann der Stock sehr, sehr schnell weg sein. Und Snamanda hatte in der Situation ja auch gar keinen Grund, wirklich zu overextenden. Er hatte den entschiedenen Lead. Er musste Mero approachen lassen und das hat er dann ausgezeichnet. Oh mein Gott! Holy Walle! Alter, das ist ein Clip wert. Das ist Snamanda, wer lebt und lebt. Also, Schicki. Einfach das arme Pokémon gebeutelt. Das kann sich nicht mehr entwickeln. Ja, das sehen wir morgen auf Twitter. Oh mein Gott, okay. Diesmal war Dr. Mero drauf gefasst, hat er auch irgendwas gemacht mit Ivysaur, weil also das ist schon wieder das Stock gewesen, aber wie ratzfatz er den geballert hat und einfach zu treffen. Ja, auch, aber Mero fast einen sehr, sehr lustigen Reverse gekriegt. Leider die Api von Ivysaur nicht sehr viel Base-Nuff weg. Hätte wieder ein bisschen mehr Base-Nuff weg, wäre Snowmander vielleicht mal gestorben. Das wäre krass gewesen. Das wäre ein richtig guter Turnaround gewesen im Moment, auf jeden Fall für ihn gut gewesen. Falling Up Air, Alter. Ja, aber auch erstmal vor so komisch gelockt mit der Downer, das war richtig. Aber das ist auch für so Bretten Butter, was du eigentlich noch nicht machen kannst, Down Air, Up Air. Das funktioniert einfach super bei den Plattformen, weil du, macht so wenn du einen Shop machen kannst. Und du bist halt, der kann ja auch killen dann. Oh nein, kommt dann hoch. Sehr gut. Das schafft Sarah noch, aber auch sehr schnell reagiert. Viel mehr Zeit hat es nicht mehr zu lassen. Da ist aber der Upsmash der Regel. Und jetzt hat Snowmander einfach noch 3 Stocks, 104%. Also Dr. Mero, der muss jetzt auf jeden Fall sich was einfallen lassen, weil sonst ist ganz nicht da ausgelegt. Ich möchte aber an der Stelle nochmal Callouten. Ich habe vor Top 16 noch zu Mero gesagt, lass dich nicht von Abi-Kombos flippen. Ja, ich glaube, das hat er sich nicht ganz so zu Herzen genommen. Oder hat er ihn unter Druck gesetzt, wer weiß. Oh, da hat er versucht, den Smash zu machen. Ja, es ist ja auch wirklich hart manchmal da zu wissen, wann jetzt irgendwie so eine Bowser Jr. Abi-Kombo kommt. Das war auch wirklich verrückt von Snowmander. Wie gesagt, es ist Snowmander. Snowmander ist berühmt und berühmt, ist ein Bowser Jr. Ja. Er hat einfach die Meta Deutschland geprägt, sag ich mal. Vor allen Dingen in Corona-Zeiten, da war Snamanda eine Gefahr für jedes Wi-Fi-Bracket. Ich würde einfach sagen, Snamanda war schon der beste deutsche Wi-Fi-Spieler. Also, ja, einer der besten, ja, definitiv. Vielleicht sogar der beste, also ich sagen. Oh mein Gott, ganz knapp. Mero natürlich, also das wäre jetzt optimistisch zu sagen, dass da jetzt noch das Comeback möglich ist. Und da macht Snamanda das jetzt nochmal zu mit dem F-Smash. Da muss man wirklich sagen, nach dem fulminanten Start, er hat er nur weiter gut gemacht, hat sich gekämpft. Also 3-Stock-Win. Das Game 2. Wow. Und das hätte ich nicht gedacht nach Game 1, da war Dr. Mero so stark. Und war so ein gutes, starkes Game. Und jetzt einfach Game 2 so dominieren, das war schon hart. Aber da ist auf jeden Fall noch was drin. Wir haben ja in Game 1 gesehen, dass das vom Player-Matchup eigentlich sehr even sein kann. Sehr schön. Und ich hoffe natürlich auch auf noch ein paar Games, weil wenn wir hier alles mit 3-0 durchbrechen, ich will noch ein bisschen kommentieren, so, da bin ich auch ganz egoistisch. Ja, du, kann ich verstehen, weil je länger die Matches ballern, umso mehr haben wir zum Spaß hier auch. Weil ich sag mal so Best of Five, wenn es halt 3-2 sowas aussieht, das ist halt schon spannend. Definitiv. Jeder wird es kennen von amerikanischen Kommentatoren, von deutschen Kommentatoren, von europäischen. Last Stock, Game 5. Ein kurzes Intermezzo. Ja. Oh. Xenomorph hat gegen Gear 3-1 gewonnen. Wow. Da war der Upset. Also Xenomorph war früh, muss ich mal kurz biased sein. Icon hat gegen hier Dongle gewonnen. Das heißt, Funny darf mit Icon. Ja, ist Joker-Spieler bei mir. Oh, guck mal, Luke läuft scheinbar immer noch. Oh ja, oh. Ich sehe die aber auch gar nicht hier spielen. Ich weiß gar nicht. Ja, da sind eigentlich Friends. Aber naja, mal gucken. Gucken wir mal. Oder sind doch fertig mit Kunden eingefahren. Aber es ist sehr interessant. Xenomorph auch ein
Schützling von Tufor. Ja, der war ja auch immer bei seinem BSDT. Genau, darf nicht mehr mitmachen, ist jetzt Topspieler geworden. Hat jetzt Nummer 1 in Griechenland upsettet anscheinend. Ja, also Röhrlein mittlerweile ist jetzt, was war, welcher Platz war im Hessen? Er ist jetzt offiziell einen Pfeil von Hessen, weiß man nicht. Achso, der Dier, der ist halt der Wunder. Achso, Dier, ja, ja, genau. Der ist für Studium, glaube ich, seitdem. Richtig, genau, die alte Nummer 1 aus Griechenland. Ja. Die neue Nummer 1 ist leider keine Ahnung. Ach, ich glaube, SP1 gibt es, glaube ich, auch noch oder so. Der ist, glaube ich, noch sehr, sehr, sehr gut. Aber ist ja egal. Wir sind hier in Deutschland, genau. Und wir schauen uns Normanda Miro Game 3. Richtig. Und Miro ist recht schnell doch verloren, aber ist noch alles drin. Sehr hier. Guter Switch gerade, weil wir wissen genau, die kommen. Oh, da geht er halt raus. Oh, oh, da kommt sehr der. Sehr gut. Dr. Miro war bereit. Das war sehr clever, mit dem Flairblitz zurückzukommen, dass er nicht erwischt wird, weil sonst der Hammer ins Gesicht hätte wehgetan und das war mir auch das noch gewesen. Flairblitz dann natürlich mit der Super Armor sehr gute Option gewesen, um in ihr Center Stage zu kommen. Und jetzt findet Dr. Mera endlich die Abwehr mit Ivysaur. Er findet gerade die ganze Zeit die Stocks nicht, weil er sie irgendwie versucht mit Ivysaur zu closen. Kriegt es nicht so ganz hin. Mit Charizard ist natürlich ja ein sehr großer Kombo-Charakter für Bowser Junior. Und Er hat gerade versucht, ihn zu trappen, aber Kommando konnte rechtzeitig ausweichen. Hat er mega gut abgeschossen, direkt die Back-Air abbekommen. Hat also blitzschnell reagiert. Das ist schon krass. Also man muss halt sagen, Kommando muss so viel gespielt haben, dass er das einfach aus dem FF gemacht hat. Ja, ich finde das so krass. Ich habe das irgendwie mal versucht, so ab die Back-Air. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Das geht einfach nicht. Das Kommando cheatet, ich sag's euch. Der hat wahrscheinlich extra Day angeschlossen. Ja, der hat die Cheat-Codes eingemacht. Game-Cheat die einfach nur. Der hat Bowser Jr. mehr als mit Tier.exe gestartet. Wahrscheinlich. So wie damals bei dem Alvenik-Konzept, wo er ja Pichu irgendwie gemacht hat. Oh mein Gott, das wird's hart, jetzt wird's hart. Okay, 51% ist noch in dem Rahmen, da habe ich schon mehr gesehen. Aber trotzdem alles ist noch auch was bei 51%. Wir fallen von der Miro, das ist, wenn man so will, das ist sein letzter Stock. Das war dann der mit Jesus. Sehr überrascht, sehr, sehr Ivy-centric auf jeden Fall, Miro auch mit diesem PT. Erhofft sich wahrscheinlich hier die meisten Chancen in diesem Matchup. Oh, das geht schon, oder? Ja. Oh mein Gott, dieser Jam ist so stark. Game 3 auch vorbei. 3 Kugel von Sonne, 2 Stocks. Wir haben 3 Stocks, 7 Stocks. Ich glaube, das Game einfach auch ein Stock, oder? Nee, das war Last Stock. War Last Stock, der Ding. Okay. Dann wollte ich mal sagen, aber es ist ein sehr, sehr starkes Spiel von Normando. Ja, Dr. Mio kam nicht so ganz rein. Ach so, Action-Replay. Oh, geil. Action-Replay. Ja, okay, diese Sequenz war auch echt wunderschön. Ich meine, gucken wir das können wir uns echt nochmal angucken. Das, ja. Ich habe ja gemeint, das wäre ein Clip wert. Ich meine, guck dir das an. Zack, zapp, höp, höp und ole. Dann den Air-Dodge erwischt. Das haben wir vorhin gar nicht bemerkt. Oder nee, war das Air-Dodge oder war das der Charge von Ivy Newton, von Square Neutral? Side B? Nee, der Charge von der Neutral.